euch, meine Lieben. Da ist wieder die Gabi aus Österreich. Ich habe eine Menge Semmeln in einer Good-to-Go-Box gehabt. Und da habe ich schon welche getrocknet für Semmelwürfel. Und dann habe ich noch welche übrig. Und daraus machen wir einen feinen, süßen Scheiterhaufen. Und für den brauchen wir eben Semmeln, eben Weißbrotbrötchen, Eier, Kristallzucker, Vanillezucker, Zimt, Äpfel, Zitronensaft, Milch. Und für die Schneehaube brauchen wir dann noch extra Kristallzucker. Ich bereite unsere Semmeln vor und dafür schneide ich sie einfach in dünne Blätter und gebe sie in eine Schüssel. Die anderen waren ein bisschen härter schon. Die ist noch relativ weich. Spielt aber keine Rolle. Ein bisschen eine größere Schüssel wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Schauen wir mal. Dann nehme ich die Milch. Und in die Milch kommt einmal ein Ei hinein. Und dann geben wir noch 3 Eidotter dazu. Und immer auf die Größe der Eier. Wenn sie recht klein sind, dann nimmst du eventuell ein Ei mehr. Aus dem Eischnee. Aus dem Ei klar machen wir dann einen Eischnee. So geht's richtig. Dann geben wir da den Kristallzucker dazu. Vanillezucker. Und das verrühren wir jetzt einmal gut. Übergieße ich jetzt die Semmelwürfel, die Weißbrotscheiben eigentlich, und die werde ich da immer wieder ein bisschen wenden und lasse jetzt einmal so 20 Minuten da drin ziehen oder eine halbe Stunde. Während unsere Weißbrotmasse zieht, ich habe vorhin Semmelwürfel gesagt, ich weiß, aber ich bin schon ganz im Modus, weil ich so viel Semmeln hatte und da habe ich schon Semmelwürfel geschnitten und getrocknet. Und da bereite ich mir jetzt die Apfelfüllung vor. Einfach Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und in kleine Stücke schneiden. Und damit unsere Äpfel nicht braun werden, geben wir noch etwas Zitronensaft dazu. Da reagieren sie nicht mit der Luft und behalten ihre Farbe. Und dafür habe ich eine Bio-Zitrone. Da gebe ich erst noch etwas Schalenabrieb in meine Masse hinein. Durch. Ihr seht schon, es hat sich schon schön vollgesogen. Und über die Äpfel gebe ich jetzt auch etwas Zitronensaft und dann noch den Zimt. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch etwas Zucker dazugeben. Ich habe jetzt eine Auflaufform hergerichtet und die bestreiche ich mit zerlassener Butter. Und dann bestreue ich sie noch mit Weißbrotbröseln. Da hinein kommt jetzt einmal eine Schicht von der Brotmasse. Es
ist ja ein ganz alter Klassiker. Du kennst das vielleicht auch als Ofenschlupfer. Wird so ähnlich zubereitet. Wie unser Scheiterhaufen. Darüber verteile ich jetzt meine Äpfel. Den Backofen habe ich mir übrigens auch schon vorgeheizt. Auf 180 Grad Umluft. Und jetzt decke ich das alles noch einmal mit der Weißbrotmasse ab. Muss man nicht extra festdrücken, einfach möglichst locker drüber verteilen. Und jetzt, damit die Oberseite nicht so austrocknet und damit er schön saftig bleibt, bestreiche ich ihn nach oben noch einmal mit zerlassener Butter. Und dann geht es auch schon fast ab in meinen Ofen. Vorher kommt noch Folie drüber, zeige ich dir gleich. Damit er schön saftig bleibt, decke ich ihn jetzt ab. Einmal mit Backpapier und dann mit Folie, damit die Folie nicht so direkt aufliegt. Er geht ja nicht auf, aber durch den Dampf garen die Äpfel schön und er wird recht schön fluffig und so kommt er jetzt in den Backofen. So, 25 Minuten sind jetzt um und jetzt packe ich meinen Scheiterhaufen einmal aus und werde ihn noch ca. 15 Minuten schön knusprig fertig backen. Unser Scheiterhaufen ist jetzt fast fertig. Gebacken ist er schon. Ich habe ihn schon aus dem Ofen genommen. Und jetzt bereite ich mir unsere Schneehaube vor. Dafür gebe ich den Zucker zum Eiklar. Und das werde ich jetzt über Wasserdampf mit dem Mixer schön schaumig schlagen. Und das zeige ich dann euch, wie das fertig ausschauen soll. Unser Eischnee ist jetzt schön cremig. Der Zucker ist wunderbar zergangen. Und jetzt streicht man einfach oben über die Masse. Soll wirklich nur handwarm sein. Sonst wird uns ja das Eiklar gerinnen. Und das streichen wir jetzt schön oben drüber. Den Backofen habe ich jetzt auf 250 Grad aufgeheizt. Und jetzt machen wir uns da noch ein paar schöne Spitzen drauf. Ziehen wir mit der Gabel hoch und die lassen wir dann ein bisschen bräunen. Und ein bisschen für die Garnitur gebe ich jetzt noch ein paar Mandelblättchen drauf. Und jetzt geht es noch einmal für ein paar Minuten auf Sicht in den Ofen. Wie gesagt, soll nur ganz leicht bräunen. Ist eigentlich nur für die Optik. Und schon ist unser Scheiterhaufen fertig. Ihr seht einfach nur ein bisschen die Spitzen gebräunt. Und jetzt können wir ihn dann auch gleich warm servieren und genießen. Der Scheiterhaufen ist wunderbar flammig und saftig geworden. Und er wird uns jetzt so richtig schmecken mit seiner zarten Schneehaube.
Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt's noch viele andere leckere Mehlspeisrezepte. Schau doch einfach in die Playlist. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.